Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend, obwohl die Sonne noch scheint und wir glauben dürfen, dass es noch am Nachmittag ist, hier in der Taz-Kantine und da draußen an den Bildschirmen, an Ihren Laptops oder Handys, wo auch immer Sie diesen Taz-Talk mit Christina Hähnel. Ein Applaus. Wo auch immer Sie also diesen Taz-Talk verfolgen. Wir werden hier heute eine Lesung und ein Gespräch haben, mit Christina Hähnel vor allen Dingen, aber auch mit Ihnen hier im Saal oder mit Ihnen, meine verehrten Damen und Herren, da draußen über den Chat, aber dazu sage ich später noch was, zu einem ganz wichtigen Thema, den reproduktiven Rechten von Frauen, die also nicht nur Frauen betreffen, sondern die gesamte Gesellschaft. Und dazu gehört natürlich der Schwangerschaftsabbruch. Ich muss, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele Worte sagen, denn alle, die hier im Saal sitzen und die jetzt zuschauen, die wissen, worum es geht. Die sind an dem Thema interessiert. Aber lassen Sie mich trotzdem noch einen Satz zum Paragraphen 219a sagen, denn um den geht es ja vor allen Dingen im Buch von Christina Hähnel, Das Politische ist persönlich, Tagebuch einer Abtreibungsärztin. Eigentlich wollten wir uns heute hier treffen und einen ganz besonderen Tag feiern. Das geht nun leider nicht, weil die Abstimmung im Bundestag den Paragraph 219a, der das sogenannte Werbeverbot kippen sollte, verschoben worden ist auf morgen. Ja, leider. Aber wir werden trotzdem drüber reden. Und bevor wir das tun, möchte ich Ihnen, obwohl ich glaube, dass ich das gar nicht machen muss, Frau Hähnel, ganz kurz vorstellen, kommen Sie einfach rein und nehmen Sie Platz und dann können wir auch weitermachen. Ich möchte Ihnen ganz kurz Frau Hähnel vorstellen. Sie ist Allgemeinmedizinerin mit einer Praxis in Gießen und ich betone das Allgemeinmedizinerin, weil das ganz wichtig ist, weil bei dem Thema natürlich alle mal glauben, Frau Hähnel sei Gynäkologin. Das ist sie aber gar nicht. Aber trotzdem beschäftigt sie sich ihr gesamtes Leben mit genau diesem Thema, mit den reproduktiven Rechten von Frauen und auch dem Thema Abtreibung. Sie betreibt ihre Praxis in Gießen seit 20 Jahren, aber vorher hat sie in Pro-Familie-Zentren gearbeitet. Sie war Gründungsmitglied von Wildwasser in Gießen, einem Verein gegen sexuellen Missbrauch von Frauen und Mädchen. Sie hatte an der Justus-Liebig-Universität in Gießen einen Lehrauftrag zu sexueller Traumatisierung im Kindesalter und sie engagiert sich ehrenamtlich in vielen Organisationen, zum Beispiel im Arbeitskreis Frauengesundheit bei Pro Familia, in der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung. Und sie hat ein Buch geschrieben. Das Politische ist persönlich. Das Tagebuch einer Abtreibungsärztin. So, und bevor wir einsteigen in den Abend, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass diese Veranstaltung hier nicht zustande gekommen wäre, wenn nicht wahnsinnig viele Organisationen das organisiert hätten. Dazu, ich möchte sie ganz kurz nennen. Das ist der Argument Verlag, das ist hier Herausgeber. Das Netzwerk Frauengesundheit Berlin, Pro Familia Berlin, Doctors for Choice Germany, der Deutsche Juristinnen-Landesverband Berlin, das Familienplanungszentrum Balance, die Taz als Gastgeberin. Und natürlich geht sowas nicht ohne Geld. Und der Paritätische Wohlfahrtsverband unterstützt diese Veranstaltung finanziell. Applaus, Applaus. Mein Name ist Simone Schmollack, ich bin Ressortleiterin der Regie, das sagt fast immer niemandem jedem was, fast niemandem etwas, jetzt habe ich es. Das ist das Newsdesk der Taz, also alles, was Sie auf taz.de finden und die schnellen sogenannten Nachrichten. Und ich war früher mal Gender-Redakteurin und bin daher sehr eng mit dem Thema verbunden. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich übergeben an Sibylle Schreiber, Geschäftsführerin von Pro Familia. Sie möchte Sie auch noch ganz herzlich begrüßen. Kommen Sie ruhig auf die Bühne. Okay. Also auch von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Hallo. Ich freue mich, dass Sie heute alle da sind. Genau, ich hatte die Ehre, die Veranstaltung zu organisieren und ich muss sagen, es war so leicht wie fast nichts. Also ich hatte genau 3 E-Mails gebraucht mit Christina Hähnel. Genau, und das war einfach toll und es ist schön, dass Sie da sind und wir alle wissen, warum wir da sind und morgen ist dann endlich der große Tag
Und wir haben das wirklich nur dem Mut und der Entschlossenheit von Christina Hähnel zu verdanken. Vielen anderen haben mitgeholfen. Aber wenn sie nicht da gewesen wäre, dann könnten wir das morgen nicht feiern. Also nochmal ein herzliches Dankeschön von mir persönlich an Sie. Ja, Frau Hähnel, bevor Sie lesen, ich wollte Ihnen noch vorher auch noch ein paar Fragen stellen. Aber ganz kurz, keine Sorge. Frau Hähnel kommt ganz stark zum Zug. Frau Schraber sagte es schon, Sie sind, also Ihnen ist das zu verdanken, mit zu verdanken, maßgeblich, dass der Paragraph morgen wahrscheinlich mit großer Sicherheit gestrichen wird. Im Internet und auf Twitter werden Sie als Heldin gefeiert. Man nennt Sie aber auch Abtreibungsärztin. In meinen Ohren klingt das immer ein bisschen despektierlich. Wie sehen Sie das denn? Also im Buch gibt es ja auch ein Kapitel über Sprache und da habe ich mich auch drüber ausgelassen, wie ich das empfinde. Und dennoch habe ich den Titel gewählt, auch in meinem ersten Buch, Die Höhle der Löwen, ist es quasi auch mit drin, das Wort. Und ich denke, ich musste das einfach wählen, weil ich unter dem Begriff einfach bekannt bin. Und das Wort Abtreibung, ich habe immer in Vorträgen und Veranstaltungen, nehme ich das Wort Schwangerschaftsabbruch, wenn es um medizinische Zusammenhänge geht, aber das Wort Abtreibung hat diese politische Dimension. Diese ganzen gestorbenen Frauen, all das, was mit dem Thema verbunden ist, das greife ich, wenn ich das Wort Schwangerschaftsabbruch nehme, gar nicht. Und deswegen musste das Buch diesen Titel tragen, obwohl es natürlich auch immer diffamierend benutzt wird. Und manchmal muss man einfach so ein Wort dann eben nach außen tragen und sagen, so, ich bin die Abtreibungsärztin, jetzt diskutier mit mir. So, ja, und so ist es gemeint. Also bleiben wir gleich bei der Abtreibungsärztin. Sie wurden ja verleumdet, sie wurden verklagt, sie wurden bedroht und sie sind trotzdem dran geblieben. Warum sind sie so hartnäckig? Also wir mussten mal Mist abladen und da kam morgens um 7 schon der Nachbar, ich als alleinerziehende Mutter, harter Arbeitstag, ging der schon immer hin und sagte, ich wäre eine starke Frau und ne, das ist schwer, ne, da ist der Hänger, da ist der Mist und Tage. Und ohne ihn hätte ich es auch gar nicht geschafft und da habe ich gesagt, ich bin nicht stark, ich bin zäh. Und am Ende war natürlich der Mist auch oben. Also ich höre nie auf, bevor nicht was erledigt ist. Ich kann gar nicht aufhören. Gott sei Dank. Der Abtreibungsgegner Klaus-Günther Annen hat sie ja sogar mit NS-Bezeichnungen belegt. Das muss man ja erstmal aushalten. Ist ja ein unglaublicher Vorwurf. Wie stecken Sie das denn so weg? Na, das bin ja nicht nur ich. Also jede Frau, die, und das war zu Beginn, also vor 5 Jahren, war das so, dass die Frauen in die Praxis kamen und hatten auf der Suche nach Adressen immer erst die Seite Babycost angewählt, weil da alle Adressen, ist auch heute noch, der hat über 1000 Adressen da drauf, viel mehr wie die Bundesärztekammer. Dann gehen die Frauen dahin und als erstes sehen sie einen Günnstuhl und daneben das Tor von Auschwitz und was ist schlimmer als der Holocaust? Ja? Und das ist jede Frau, die betroffen ist, wird quasi mit diesem Holocaust-Vergleich belegt. Das bin ja nicht nur ich. Ja. Und er hat ja in dem Prozess, wo ich ihn wegen, wo er ein Strafverfahren hatte, wegen Beleidigung, hat er ja dann angefangen, und das steht jetzt auch auf seiner Homepage, das war noch vor dem Ukraine-Krieg, hat er sich da in seiner Verteidigung vor Gericht, in seinem letzten Wort des Angeklagten, hat er angefangen mit so und so viel Schwangerschaftsabbrüche gibt es in Deutschland, das nennt er irgendwie anders, und das ist der Dritte Weltkrieg. Ja, das ist dem egal, also der wird es auch heute noch sagen, ja. Nun wird ja wahrscheinlich morgen der Paragraph fallen. Sie werden, wie gesagt, als Heldin gefeiert. Gratulieren Sie sich auch selber? Ach, das mit der Heldin. Ja. Aber also ich war nie selber mutig. Ne? Also von daher, ich bin immer eher ängstlich und vorsichtig und so. Und ja, okay, das ist auch, ich habe eine Rolle angenommen, ich habe eine Galionsfigur gespielt und ich freue mich auch auf die Zeit, wo ich wieder zurückgehe. Gut, dann wollen wir da versorgen und dann lasse ich Sie jetzt lesen und gehe jetzt runter von der Bühne. Viel Spaß und Ihnen viel Spaß und viel Erfolg. Ja, noch kurz eine Begrüßung auch an alle draußen. Ich freue mich total natürlich, dass ich in Berlin bin, bin natürlich sehr aufgeregt, was morgen passieren wird. Habe schon so viel erlebt, dass ich mich wirklich auch erst richtig freue, wenn es dann echt verabschiedet ist.
Und die Geschichte der Lesung war halt die, dass ich eine Lesung hatte vor 2 Jahren, 2020 hätte ich in Berlin lesen sollen und das war dann wegen Corona Absage und ich habe seitdem auch nur online ein paar Lesungen gemacht, Veranstaltungen, ja, aber es ist so meine erste Präsenzlesung wieder und jetzt nur ausgerechnet in Berlin, wo auch so viele Akteurinnen so dabei einfach sind und dann eben noch einen Jugendfreund getroffen. Krass, ja, ist einfach krass, so wer alles hier ist. Und ich find's einfach ganz toll und Corona hat ja vieles verändert und dass ich jetzt so heute hier sitze und noch total aufgeregt bin und noch nicht betrunken bin, weil da 2019 abgeschaltet, das ist, passt eigentlich alles wunderbar. Und ich beginne mit dem, also muss ich jetzt einfach mal, ich beginne sonst immer vorne und diesmal beginne ich mal hinten. Und das letzte Kapitel, also dieses Buch ist geschrieben von der Ladung zu dem Amtsgericht damals, zu dem ersten Prozess, bis hin zu der, wie meine Berufung verworfen worden ist beim Landgericht. Und dieser Prozess, dieses Urteil ist dann noch halt mit drin. Und damit muss ich jetzt einfach anfangen. Und dieses Kapitel heißt Mein schönster Prozess. Und da geht es jetzt hauptsächlich um diesen Richter und um die Urteilsverkündung. Und das wurde verworfen, ne? Also ich war dann weiter verurteilt. Der Richter und die Schöffin erscheinen zur Urteilsverkündung. Alle stehen auf wie in der Kirche. Der Richter spricht. Er bestätigt das Urteil des Amtsgerichts. Wieder bin ich verurteilt. Ich habe es so gewollt. Es ist politisch die einzige Lösung, aber ein Teil in mir hätte sich gewünscht, dass endlich jemand anerkennt, dass ich moralisch im Recht bin, dass ich nicht schuldig bin. Dieser Teil in mir ist wieder entsetzt und traurig, wie vor einem Jahr. Der Richter spricht weiter. Er äußert sich ungefähr so. Als Bürger sage ich, dieses Gesetz gehört geändert. Es ist unsäglich. Das Gesetz wurde vergessen. Man kann aber Gesetze nicht vergessen. Dann bringt er zum Vergleich die Geschichte mit dem Schierlingsbecher. Die Logik dahinter, man wollte Sokrates zum Schweigen bringen und nicht umbringen. Als er den Schierlingsbecher trinken wollte, hieß es, so sei es nicht gemeint gewesen. Man wollte nur, dass er mal für eine Weile den Mund hält und dann dürfe er wiederkommen. Analogie 1, der Zweck des Gesetzes ist es, die Ärzte stumm zu machen. Ihr dürft das machen, aber nicht darüber reden. Analogie 2, die Strafandrohung in der Abtreibungsgesetzgebung ist nicht so gemeint. Eigentlich ist es nicht strafbar, aber es ist von Strafe bedroht, damit wir das unter dem Deckel halten können und uns nicht damit beschäftigen müssen. Sokrates hat die Bürger von Athen mit seiner Klugheit genervt und sie konnten es nicht ertragen, dass er ihnen die Wahrheit über sie selbst erzählt hat. Jetzt wieder der Richter. Die Paragraphen 218 und 219a sind ein Selbstbetrug. Entweder ein Tatbestand ist strafwürdig oder nicht. Sie sind verlogen. Es sind 2 Feigenblätter, die Beratung, das Werbeverbot, ausgebadet von dem Teil der Bevölkerung, der weibliche ist. Sie konnten das nicht wissen, dabei schaut er mich an. Aber ich bin mit 500 Mündeln aufgewachsen. Mein Vater war amtlicher Vormund von 500 Kindern. Ich weiß, was es bedeutet, wenn Frauen gezwungen werden, ungewollte Schwangerschaften auszutragen, ungewollte Kinder auf die Welt zu bringen. Männer machen sich aus dem Staub, Frauen werden geächtet. Ich habe Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Paragraphen. In so einer kleinen Kammer sind wir damit überfordert. Die Leute denken immer, wir hätten einen Spielraum, aber entscheiden können das nur die mit den roten Roben. Wir mit den schwarzen Roben können das nicht. Wenn er den Fall ans Bundesverfassungsgericht überweisen würde, müsste er begründen, dass ein Gesetz mal verfassungsgemäß war, in seiner Praxis aber verfassungswidrig geworden ist. Bei der Argumentation, die ihm möglich ist, würde das Bundesverfassungsgericht das aber zurückweisen müssen. Es steht Ihnen frei, in Revision zu gehen. Danach bedankt er sich bei meinem Anwalt, Dr. Karl-Heinz Merkel, dass er das Verfahren auf den richtigen Weg gebracht hat. Dann kommt der Satz, mit dem er als erster liberaler Richter zum Thema Abtreibung in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen wird. Der Satz, der später immer und immer wieder zitiert wird, den ich aber nicht höre, weil ich mit meinen Gedanken bei Sokrates
und dem Schierlingsbecher hängen geblieben bin. Sie müssen dieses Urteil tragen wie einen Ehrentitel im Kampf um ein besseres Gesetz. Ja, und dieser Richter ist Mitglied der CDU. Habe ich auch erst später erfahren. Und jetzt fange ich aber mit dem Anfang an. Das ist das erste Kapitel am 3.8.2017 und es heißt Die Ladung. Wie immer fahre ich nach der Praxis mit dem Rad nach Hause. Mein Partner ist da. Auf dem Küchentisch ein gelber Brief mit Stempel drauf. Er guckt mich an. Ich wollte es dir nicht sagen, wollte dir den Tag nicht versauen. Was er wieder hat, der Pessimist, denke ich. Aber ein bisschen erschrocken bin ich doch. Naja, mal schnell aufmachen. Wird schon irgendwas Offizielles sein, sonst wäre er nicht so gelb. An die Anzeige von 2015 denke ich gar nicht. Ich mache den Brief auf und fasse es nicht. Da steht das Wort Hauptverfahren. Was ist das? Strafverfahren gegen Sie wegen Werbens für den Abbruch einer Schwangerschaft. Na, den Satz kenne ich. Der taucht immer wieder auf, wenn die Anzeigen kommen. Das war also meine dritte damals. Und wenn die Verfahren dann eingestellt werden, steht das auch drauf. Sinnvoll finde ich den Satz nicht. Wegen Werbens für den Abbruch der Schwangerschaft. Wie soll man denn für einen Schwangerschaftsabbruch werben? Und warum? Aber wie sinnvoll ich den Satz finde, spielt keine Rolle. Ich habe da eine Ladung mit Datum der Zustellung drauf. Weiter unten lese ich, wenn Sie ohne genügende Entschuldigung ausbleiben, müssten Sie vorgeführt oder verhaftet werden. Das hört sich nicht gut an. Ich kann auch einen unentgeltlichen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin hinzuziehen, steht da noch. Das bezieht sich wahrscheinlich nicht auf mich persönlich, denke ich. Das ist ja was Deutsches, Obligatorisches. Ich lese es nochmal und nochmal. Was steht da jetzt eigentlich? Kein Zweifel, ich muss dahin. Ich bin nicht als Zeugin geladen, wie bisher in den paar Fällen, in denen ich wegen meiner Arbeit die Polizei einschalten musste. Kommen so ein paar Fälle. Tja. Aber nein. Um alle diese Fälle geht es nicht. Diesmal bin ich nicht als Zeugin geladen. Es gibt eine Richterin, die hat die Anklage zum Hauptverfahren zugelassen. Ich selbst bin die Angeklagte. Unfassbar, ich verstehe es nicht. Meines Wissens wird niemand angeklagt wegen des Paragraphen. Irgendwo in Bayern musste mal jemand was zahlen, erinnere ich mich. Aber da stimmte irgendwas mit der Homepage nicht. Die Richterin kenne ich. Ich erinnere mich dunkel, mit der habe ich vor Jahren mal bei Freunden Kaffee getrunken. Die ist doch ganz normal, denke ich. Wie kann die denn? Und was bedeutet das jetzt? Urteil? Approbation weg? Gefängnis? Ja, das war der Anfang. Und aus gegebenem Anlass lese ich jetzt aus dem Kapitel Die Praxis. Das war der nächste Tag, wie ich in die Praxis komme und überhaupt nicht weiß, wie die Praxis reagiert. Und weil ich mich so arg freue, dass Annette, meine Krankenschwester, stehst du einmal auf? mich nach Berlin begleitet und auf mich aufpasst. So wie sie immer auf die Frauen aufpasst bei uns. Dabei ist, lese ich heute aus dem Kapitel, sie reagieren wie immer, betroffen, gelassen. Sie stehen hinter mir. Dazu muss man, glaube ich, sagen, dass wir eine ganz kleine Praxis waren, mit 3-4 Leuten, mit Halbtagsstellen. Das hat sich jetzt ungefähr verdoppelt. Wir haben auch ständig Studierende da, Ärztinnen, ab und zu mal Presse. Wir sind jetzt fast doppelt so viele immer und haben auch doppelt so viel zu tun. Okay, sie stehen hinter mir. Müssen sie ja, aber es ist mehr.
Meine Praxis ist auch ein bisschen meine Familie. Ich teile da fast alles. Freuden, Sorgen, privates Nachdenken über Politik. Oft müssen die Kolleginnen mit mir die Videos von meinen Enkeln angucken. Guck mal, der 5-Jährige hat dies und jenes gemacht, der 2-Jährige läuft hinterher. Ist das nicht lustig? Heute keine Videos. Stattdessen der gelbe Brief vom Amtsgericht. Ich bin froh, dass ich jetzt in meinem Team bin. Die ruhige, erfahrene Krankenschwester gibt mir Sicherheit. Das schaffen wir. Die beiden Jüngeren kennen das alles noch nicht so. Sie sind empört, ungläubig. Ich denke daran, dass meine sanfte, vorsichtige, gewissenhafte Krankenschwester, die erst letztes Jahr zu uns gewechselt hat, glücklich bei uns ist. Im Gegensatz zu ihrer Arbeit im Krankenhaus, wo Überbelastung das Hauptthema ist zurzeit. Ob sie jetzt Angst um ihre Stelle hat? Beide haben Kinder. Sie müssen eine Familie ernähren. Von dem bisschen Gehalt, das sie bei mir bekommen. Dann kommt unsere neue Anästhesistin, eine Frau, die ich mir gewünscht habe. In den vielen Jahren im Krankenhaus habe ich zahlreiche Kolleginnen getroffen und mir vorgestellt, mit wem könntest du in deiner Praxis arbeiten? Mit vielen wäre es nicht gegangen. Die meisten hätten auch nicht gewollt in einer Abtreibungspraxis. Sie habe ich mir ausgesucht, weil sie alles hat, was wir brauchen. Sie ist freundlich, kompetent, lustig und schon nach kurzer Zeit eine Freundin geworden. Aber wir müssen zusammenfinden, Strukturen der Zusammenarbeit schaffen. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung über das Geld. Wie ist es für uns beide gerecht? Letzte Woche hatten wir Streit deswegen. Jetzt nimmt sie mich in den Arm. Christina, ich stehe zu dir. Ich kann dir auch Geld leihen. Wir schaffen das. Tja. Ich glaube, der Applaus geht an die Praxis. Ja, 2 Tage später kam dann mein Geburtstag. Und das erste Mal so die Wahrnehmung, wie andere das überhaupt, wie die reagieren auf dieses Thema. Also dass überhaupt die Außenwelt auf das Thema reagiert. Das war mir ja noch nicht klar, was passieren wird. Nachts, wir sitzen noch ums Feuer, die Feier ist bald rum, fragt jemand nach den Details. Was ist das für ein Paragraph? Was ist eigentlich verboten? Ich erkläre, dass Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch nach dem Strafgesetzbuch verboten ist, dass es dafür einen extra Paragraphen gibt, Paragraph 219a. Er stammt noch aus dem Jahr 1933 und wurde seither nur geringfügig verändert. Dass die sogenannten Abtreibungsgegner aufgrund dieses Paragraphen seit Jahren ÄrztInnen anzeigen. Dass es strittig ist, wie sachliche Informationen auf Internetseiten von ÄrztInnen und Ärzten zu bewerten sind. Ob das als Werbung gilt oder nicht. Dass ich schon öfter angezeigt worden bin und die Verfahren immer eingestellt wurden. Dass ich vor Jahren ein Rechtsgutachten bei Professor Monika Frommel in Auftrag gegeben habe, die juristisch klare Haltung vertritt, dass das alles nicht strafbar sei, auch wenn ich das, was sie schreibt, nicht wirklich richtig erklären kann. Aber damals, also vor circa 10 Jahren, hieß es, man darf die Infos halt nicht direkt für jeden sichtbar ins Netz stellen, man soll es umgehen, indem man die Frau ihre E-Mail-Adresse angeben muss und dann bekommt sie die Infos zugeschickt, also on demand. Und so hätte ich es gemacht und so sei noch nie jemand verurteilt worden. Nachts an mir kommt mir plötzlich ein Gedanke. Hast du das jemals geprüft, seit unser begnadeter Pratschist 2014 die Homepage neu gemacht hat, damals, bevor du den Unfall hattest? Ich kann mich nicht erinnern, viel zu viel war in dem Herbst passiert. Die Homepage war da wirklich nicht wichtig gewesen. Jetzt scheint sie es zu sein. Ein ganz mulmiges Gefühl beschleicht mich. Hat er nicht auf Frau Frommel am Telefon davon gesprochen, dass der Arzt in Bayreuth verurteilt wurde, weil er eine beschissene Homepage hatte? Was ist eine beschissene Homepage? Wie ist denn meine? Ich muss das überprüfen. Die 2. Nacht, in der ich nicht gut schlafe. Ja, das ging dann also weiter. Und dann habe ich auch gemerkt, dass der Pratschist, der kam halt aus Spanien und hatte mir so ein bisschen geholfen mit der Homepage, ein bisschen modernisiert. Und ich hatte dem gesagt, du, da gibt es ein Gesetz, du verstehst das nicht, aber in Deutschland darf man das halt nicht so reinschreiben. Und dann hat er eine PDF gemacht, die musste man runterladen. Und ich dachte dann immer, die Abtreibungsgegner haben das entdeckt und ich habe das nicht entdeckt und deswegen haben die mich angezeigt. Nachdem der 219a dann verändert wurde im Jahr 2019,
ist diese Möglichkeit, dass man gesagt hat, naja, man macht sachliche und seriöse Informationen, man stellt die nicht direkt ins Netz, die ist ja sowieso weg gewesen. Dieser Interpretationsspielraum ist weggefallen mit der Veränderung, mit diesem GroKo-Kompromiss. Man durfte dann zwar sagen, dass man Abbrüche macht, aber die Richter kriegten den Ermessensspielraum, den die hatten. Die hätten das Gesetz jetzt für die Juristen unter uns teleologisch auslegen können, nämlich sagen können, es ist keine Werbung, wenn man sachlich informiert. Das war weg. Ja, das hat die GroKo, wurde zementiert. So. Aber ich dachte damals noch, ich habe einen Fehler gemacht. So, und dann ging das langsam weiter und dann habe ich, zog das so die Kreise, dass ich mit einer Gynäkologin sprach, sagte, ich muss dir was sagen und ich dachte, vielleicht erfährt sie es aus der Presse, lieber von mir. Und ich muss da vor Gericht und dann sagt sie, ja, schreib das mal auf, ich nehme das mit zur Ärztekammer. Ich sage, wie zur Ärztekammer? Ja, die ist doch deine Kammer, die müssen dich doch vertreten. Und und dann ging das zum Juristinnenbund und dann ging es an Dina Riese und dann war auch mein erstes Taz-Interview, das war das allererste Interview. Also die Taz war ohnehin an diesem Thema Versorgungslage dran, das ergänzte sich so. Und dann habe ich dann, habe ich gedacht, gut, okay, das musst du machen, das Interview, aber immer noch ohne Bild und lieber wäre es mir auch ohne Namen gewesen damals. Und dann ging das aber sehr, sehr schnell und immer weiter und irgendwann hatte ich dann die Petition gestartet und die ist ja gleich durchgeschlagen. Und ja, genau, Christiane Tennert hier, auch von Doctors for Choice, sagte dann hier, das ist in Berlin rumgegangen wie ein Lauffeuer. Und dann war klar, jetzt ist es eine öffentliche Geschichte und zunehmend mehr, davon handelt auch ein bisschen das Buch, habe ich diese Rolle dann einfach angenommen. So, ich muss immer mal auf die Uhr gucken. Ja, vielleicht lese ich doch das noch. Dann gab es so ein Treffen, ich war dann zu einem Jubiläum bei Pro Familia Mainz eingeladen. Ich hatte halt lange bei Pro Familia gearbeitet, wir hatten uns dann aber getrennt und selbstständig gemacht und den Kontakt der war so ein bisschen weggegangen und dann kam ich auf das Jubiläum und dann, ja, wir sprachen schon über dich und ich so, huch, und Standing Ovations und so. Und dann, das war so ein gewisses Vorgeschmack auf das, was dann später alles kam. Und auf diesem Jubiläum sind so mehrere Sachen passiert. Unter anderem habe ich alte Pro Familia-Kolleginnen wieder getroffen, habe Eva Waldschütz, die morgen nicht dabei sein kann, weil sie in Urlaub ist, aber die vor Jahren eben auch verurteilt wurde, was ich nicht wusste, kennengelernt und erfahren, dass sie auch eben verurteilt worden ist. Und dann gab es eben auch andere von Pro Familia, die gesagt haben, also wir wollen dich unterstützen. Und ich so, nee, also Geld auf keinen Fall, ich nicht. Aber ich war immer, also ich hatte nie irgendwie das Geld, ich hätte den ersten Prozess quasi schon nicht überstanden, richtig, im Nachhinein. Und ich habe gesagt, lass mich nochmal drüber schlafen und ob es eine Unterstützung gibt. Und dann gab es ja relativ zügig auch die Website Solidaritätskomitee, was dann für alle angeklagten Ärztinnen nachher erweitert wurde. Wir hatten ja dann die Fälle in Kassel mit Nora Sass und Natascha Niklaus und der AKF war großartig hinter uns und die Pro Familia. Und dann kamen Organisationen, die das wirklich auch mitgetragen haben. Genau, und dann war auch klar, das kann man gar nicht als Einzelperson stemmen und das ist eine politische Situation und das wurde, habe ich dann auch schon begriffen. Genau. Und auf diesem Fest lernte ich Joachim Schulte kennen aus der Queer-Bewegung und das hat mich damals auch so erstaunt, weil ich kenne noch von früher, dass in lesbischen Zusammenhang gesagt wurde, naja, also ihr mit eurem Thema Abtreibung, das interessiert uns nicht. Und ich dachte so, huch, ach, da ist auf einmal eine Bewegung, die das Thema mit als ihre betrachtet und deswegen ist auch dieses Wort sexuelle und reproduktive Rechte, das habe ich jetzt auch nach 5 Jahren begriffen, dass es einfach zusammengehört und dass es um viel, viel mehr geht. Aber Joachim Schulte war damals der Erste, der mir das so, also gefühlt hatte ich immer, aber ich hätte es ja nicht so verbalisieren können. Und er hat mir dann auch nochmal erklärt, was der Paragraph 219a eigentlich bedeutet hat, also und wie diese Zusammenhänge sind und warum diese Themen zusammen gedacht werden muss. Und zwar hatte ich ihn gefragt, erklären Sie mir doch bitte mal, warum haben eigentlich die Nazis damals, 1933, nicht nur die Abtreibungsärzte in die Lager gebracht, sondern auch die Homosexuellen und die Prostituierten. Wie erkläre ich mir eigentlich den Zusammenhang? Und er hat mir den so gut erklärt, dass, und ich habe die Erlaubnis gehabt,
das hier reinzunehmen. Liebe Frau Hähnel, wir sprachen kurz darüber, warum es für die NS-Ideologie so fundamental war, nicht nur schwule Männer, sondern auch Prostituierte und Abtreibungsärzte zu verfolgen. Ich denke, es hat damit zu tun, dass in allen drei Bereichen ein zentrales Element der Selbstbestimmung berührt wird. Die Sexualität und die Verfügung über den eigenen Körper, die zugleich die zentralen Freiheitsbereiche des Menschen sind, weil diese Bereiche, Körper, Sexualität, so eng mit der Individualität jedes Einzelnen verknüpft sind und damit mit der Selbstbestimmung der inneren Freiheit. Jede autoritäre Ideologie ist in ihrem Kern anti-individualistisch gegen jedwede Freiheit eingestellt, so auch die NS-Ideologie, und hat zudem ein gutes Gespür für ihre Gegner, das heißt Menschen, die die Freiheit lieben. Weil es wenige Bereiche menschlicher Individualität gibt, die so eng mit der Freiheitsfrage verbunden sind, wie Sexualität und körperliche Selbstbestimmung, wird hier entsprechend ein gegenüber der Weimarer Republik drastisch verschärftes Strafmaß durchgesetzt. Der zentrale Unterschied zwischen der Weimarer Fassung des Paragraphen 175, also der Verfolgung der Homosexuellen, und der NS-Fassung von 1935, in dieser Form ins bundesrepublikanische Strafgesetzbuch übernommen bis 1969, ist neben der drastischen Erhöhung des Strafmaßes vor allem, dass nicht mehr der tatsächliche, von Zeugen bestätigte homosexuelle Akt, wie in Weimar, Grundlage der Verfolgung war, sondern die Vermutung, dass homosexuelles Verhalten vorliegt, Blicke etc. Das machte zusätzlich der Denunziation Tür und Tor auf. Ich wünsche Ihnen viel Kraft in dieser juristischen Auseinandersetzung. Mit besten Grüßen, Joachim Schulte. Und das ist das Gleiche am 219a. Die Nazis haben nicht die Ärzte beim Abbruch erwischen müssen, sondern wenn jetzt jemand zum Beispiel in die Zeitung geschrieben hat oder gesagt hat, ich bin bereit, Abbrüche zu machen, dann konnte man die Ärzte verurteilen und in Lager bringen. Und das ist immer noch quasi auch das Problem des 219a. Und ist in dem Moment, wo aber ein Schwangerschaftsabbruch nicht mehr strafbar ist, er ist ja nicht legalisiert in Deutschland, aber auch nicht mehr strafbar, und Ärzte handeln rechtmäßig, das hat Bundesverfassungsgericht auch schon in verschiedenen Zusammenhängen gesagt, wenn sie Abbrüche durchführen nach dem 218, dann ist es keine kriminelle Handlung mehr. Und aber diese Vorfeldkriminalisierung, ich bin bereit, Abbrüche zu machen und Abbrüche mache ich so und so, ist eine Vorfeldkriminalisierung, wenn ich das bestrafe. Und das ist auch ein juristisches Unding in diesem 219a. Und das ist ganz ähnlich mit dem 175 damals gewesen. Ne? Also ich gucke jemand homosexuell an, super, oder? Ja. Ich lese jetzt nochmal, muss mal gerade gucken, ob ich es so schnell finde, weil wir haben gut Zeit, sehe ich gerade. Ich könnte einmal noch was Lustiges einschieben. Ja, das ist gut. Also wie ich dann die Petition starte, ist auch ein bisschen lustig, weil ich noch immer diese Unterschriftenlisten kannte. Ich bin ja 65. Und dann zu meiner Freundin sagt, sag mal, wie geht denn das heute? Und die sagt, ja, das macht man über Change.org und wie wir dann diese Petition starten. Aber das lese ich jetzt mal nicht, aber ich lese mal das der Saal im Amtsgericht, das ist auch ein bisschen lustig. Das war so Anfang November. Als ich Stefan Nachtweil, der Geschäftsführer des Berliner Familienplanungszentrums, telefonisch für den 24.11., das war dann der Prozess, angekündigt hatte, war ich recht erstaunt gewesen. Als dann nach und nach die Presseleute sich, da habe ich dann schon angefangen, immer die Presse zu machen, sich mit den Worten verabschiedeten, wir sehen uns ja dann am 24.11., wurde ich langsam stutzig. Ich lernte das Wort akkreditieren kennen. Die Leute von der Presse melden sich bei Gericht an und bekommen dann die Zulassung für die Plätze im Gerichtssaal. Ich lerne viel in dieser kurzen Zeit, am allermeisten von der Presse und später auch von den PolitikerInnen. Der Redakteurin der FAZ wurde gesagt,
eine Akkreditierung sei nicht nötig. Eigentlich alle Bekannten wollen mich entweder zum Prozess begleiten oder sie entschuldigen sich bei mir, dass sie an dem Tag nicht können. Da ich viele Interviews gegeben habe, weiß ich bereits von ca. 20 Medienleuten, die teilnehmen wollen. Allmählich beginne ich mich zu fragen, in welchem Saal das Ganze eigentlich stattfinden soll. Ich war mal bei einer Gerichtsverhandlung, da hatte jemand Geld auf die Seite geräumt, unser Vereinsvorsitzender. Und naja, da sitzen dann so 5 Leute, ja. So hatte ich mir es vorgestellt, dachte ich, ja, ich habe mir dann einfach Gedanken gemacht. Bei der letzten Verhandlung, zu der ich als Zeugin geladen war, passten etwa 30 Leute in den Raum. Wenn ich alle zusammenzähle, von denen ich schon weiß, dass sie kommen, lande ich bei 50 bis 100 Personen. Ich beschließe nachzufragen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, jemanden bei Gericht zu erreichen, telefoniere ich endlich mit der zuständigen Justizfachangestellten vom Amtsgericht. Ja, der Raum fasse etwa 20 Personen. Ich teile ihr mit, dass ich eine Unterschriftenaktion mit zurzeit ca. 65.000, später waren es 150, UnterzeichnerInnen gestartet habe und sich für den Prozess sehr viele Menschen angekündigt haben. Da könnten schon mal mehr als 100 Personen kommen. Die Frau versteht mein Problem nicht. Vielleicht liest sie auch nicht so viel Zeitung, wie ich es zurzeit tue. Das könne man ja jetzt noch gar nicht wissen. Aber deswegen rufe ich doch an, um es mitzuteilen. Dann müsse die Richterin zu gegebener Zeit eben sehen, wie sie damit umgeht. Im Übrigen habe sie keine Zeit und sehr viel zu tun momentan. Sie verspricht aber, die Richterin zu informieren. Zum ersten Mal frage ich mich, ob Gießen dieser Sache gewachsen sein wird. Am Abend telefoniere ich mit meiner Cousine, der Soziologin. Da muss man jetzt ein bisschen dazu erklären, dass die 15 Jahre älter ist und meine Patentante und dass ich die ganz am Anfang sehr oft zu Rate gezogen habe in diesen Fragen, wie gehe ich da jetzt taktisch vor, und die spielt so eine gewisse Rolle an verschiedenen Stellen in diesem Buch. Und ich erkläre ihr, dass ich mir Sorgen mache. So viele Leute werden von auswärts kommen und sie werden nicht alle in den Saal passen. An den Unis übertragen die in solchen Fällen die Vorlesungen doch manchmal über Monitor in den Flur oder andere Räume. Ob das bei Gericht nicht auch machbar wäre? Sie lacht mich aus. Du rufst auf keinen Fall beim Gericht an. Zu spät, schon passiert. Ihre Belustigung nimmt noch zu. Christina, wenn sich die Angeklagten jetzt schon selbst um die Räume für ihre Prozesse kümmern, dann braucht die Justiz bald keine Angestellten mehr. Das ist nicht deine Aufgabe. Ich kann mich mit der Rolle aber auch einfach nicht abfinden. Ich fühle mich nicht als Angeklagte. Was habe ich denn falsch gemacht? Was soll ich verbrochen haben? Ja. Das waren schon Sachen. So. Es kommt dann schon doch auch eine harte Zeit immer wieder und ich habe zunehmend Probleme, überhaupt noch schlafen zu können. Zunehmend auch Ängste. Es kommen dann Ängste, dass ich denke, warum melden sich eigentlich die Abtreibungsgegner nicht? Die müssten doch längst sich gemeldet haben und bestimmt kommen die zum Prozess und erschießen mich. Und ja, man muss es einfach mal so sagen, das kommt immer wieder. Auch jetzt kam wieder nochmal so der Gedanke. Und bei allen öffentlichen Auftritten habe ich dann doch auch immer mal mit der Polizei vorher gesprochen. Und auch hier hatte ich einen Bekannten, der hätte mich ins Gericht begleitet. Als dann aber klar war, dass von der Lagergemeinschaft Auschwitz jemand sprechen würde über diese Holocaust, da dachte ich, nee, das kann ich auch nicht machen. Ich kann nicht heimlich ins Gericht gehen und die sprechen da draußen. Ja. Also gut, das waren so diese Gedanken auch. Und dann kam am 24.11.2017 der Prozess. Und in dieser Nacht hatte ich gar nicht geschlafen. Und wer das so kennt, weiß, dass dann so dieses die Dämmerung kommt und es wird Tag, dann auch irgendwie so eine Erleichterung ist, na? Weil man eh nicht schlafen kann und dann ist auch irgendwie froh, es ist jetzt dann soweit. Ja? Endlich kommt der Morgen. Ich kann laufen gehen, nochmal alleine sein, frühstücken. Die Kleidungsfrage ist geklärt. Ich ziehe auch die schwarzen Barfußstiefel an, die gerade noch rechtzeitig aus Dresden gekommen sind. Weil ich jetzt einen Rock trage, hatte ich befürchtet, mit Absatzschuhen womöglich vor allen Leuten und laufenden Kameras zu stolpern. Da gibt es immer Leute auf den Veranstaltungen, die kennen diese Angst nicht.
Aber ich denke mal, das muss doch jeder kennen, oder? Ja. Naja, ich hatte die natürlich. Außerdem könnte ich in eine Situation geraten, wo ich schnell sein muss. Wer weiß, wie die Polizei mich wird schützen können. Damit war klar, ich brauche diese Schuhe, mit denen ich richtig rennen kann, wenn es sein muss. Die Frau aus dem Laden in Dresden, da hatte ich vorher einen Halbmarathon, der spielt ja auch so irgendwie eine Rolle am Rande, noch gelaufen und immer gedacht, wenn du jetzt den dritten Platz in deiner Altersklasse machst, wenn du den 219a abschaffen willst, man hört ja manchmal so Alberglauben, ne? Und wenn du das jetzt schaffst, aufs Treppchen zu kommen, die hatten nachher keine Altersklassenwerte, ich kam nicht aufs Treppchen, aber ich habe den dritten Platz gemacht, den schaffst du es auch, den 219a abgeschaffen. Ja, hat irgendwie funktioniert, aber naja. Also die Frau aus dem Laden in Dresden erinnerte sich am Telefon sofort an mich. Sie haben doch den dritten Platz in ihrer Altersklasse gemacht. Ja, und wissen Sie, ich habe auch mein drittes Kind damals nicht bekommen können. Und die schickte mir dann die Schuhe. Ja. Ich fahre mit meinem Musikerfreund nach Gießen, also ich wohne so ein bisschen außerhalb. Am Parkhaus soll das Treffen mit dem Fernsehen und der Polizei stattfinden. Als ich um Polizeischutz bat, habe ich auch erfahren, wer mich angezeigt hat. Es war nicht Klaus-Günther Ann von der Website Babycast, es war ein Yannick Hendricks, Mathematikstudent aus Kleve. Warum hat meine Anwältin mir bloß eine Fehlinformation gegeben, die ich obendrein an die Presse weitergereicht habe? Das lag daran, ich hatte mich ja dann von Monika Frommel getrennt nach dem Prozess, das ist auch ein bisschen erklärt hier, warum. War eine Katastrophe, aber unter anderem hatte die sich nie die Akte kommen lassen. Die wusste gar nicht, wer mich angezeigt hat und hat dann gesagt, ja, es war der an. Aber, und dann ist auch, glaube ich, in Presse, es sind ein paar Leute auch nachher, die das dann geschrieben hatten, von Klaus-Günther an dann wieder, es ging, glaube ich, irgendwie an den Presserat. Sogar, weil der zeigt ja immer alles an. Weil der hat dann angezeigt, er hätte mich doch gar nicht in dem Fall angezeigt. Und naja, jetzt ist halt Yannick Hendricks berühmt geworden und nicht er. Ich sehe das Auto mit meinen Kolleginnen von der Praxis und renne quer durchs Parkhaus hinterher. Ich muss sie erreichen, bevor ich mich der Öffentlichkeit stelle. Ich kann jetzt auf keinen Fall alleine sein. Dann geht es raus. Jetzt stark sein. Begrüßung. Die PolizistInnen sind kooperativ. Ich muss vor die Kamera. Der Satz. Ich bin Ärztin und ich möchte das Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch, wird später wieder und wieder über die Bildschirme flattern. Ich denke an meinen Polizistenfreund, der mir sagte, du brauchst ein Mantra. Dieser Satz scheint das Mantra zu sein, das ist der Kern. Sogar im Gehen wird noch gefilmt und interviewt, ich fühle mich wie im Film. Vor dem Gerichtsgebäude stehen Menschen. Nicht so viele, wie ich dachte, aber eine größere Gruppe. Die Abtreibungsgegner sind nicht da. Die Kundgebung ist gut organisiert. Kersten Artus ist perfekt. Es werden sehr gute Reden gehalten. Kersten Artus hat nachher die Solidaritätswebseite und sie kann leider morgen nicht da sein, weil sie sich auf heute eingerichtet hatte und morgen nicht freikriegt. Die wird also fehlen morgen. Genau, damals hat sie die erste Kundgebung organisiert und dann auch auf weiteren Prozessen immer wieder. Es werden sehr gute Reden gehalten. Ich verstehe nicht alles. Und erinnere nicht alles, mein Denken ist eingeengt. Die Situation ist unbekannt, unglaublich, unfassbar. Und bis zum Schluss bleibt neben der Angst vor einem Übergriff eines verrückten Abtreibungsgegners auch die Angst meines Sohnes präsent. Es könnte womöglich doch mit einer Gefängnisstrafe enden. Das Gefängnis liegt dem Gericht übrigens direkt gegenüber. Ich kann die hohe Mauer mit dem Stacheldraht sehen, praktisch. Ich habe mir über diese Tatsache bisher nie Gedanken gemacht. Ich sehe bekannte Gesichter, darunter Menschen, die ich vor vielen Jahren gut kannte. Aus ganz Deutschland sind sie angereist. Elisabeth Faber, die ehemalige Kreisfrauenbeauftragte, spricht als eine der Ersten. Sie bezeichnet die Abtreibungsgegner als unchristlich. ChristInnen müssten sich dagegen wehren. Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ja, wenn Jesus heute leben würde, er wäre auf unserer Seite. Dessen bin ich mir sicher. Das Pharisäertum, das war nicht seine Welt. Es sprechen Politikerinnen,
Cornelia Möhring und Christine Buchholz von der Linken, Ulle Schaufs von den Grünen, der SPD-Bundestagskandidat Matthias Körner und die Gießener Oberbürgermeisterin Dietlin Grabe-Bolz. Sie sagt, sie hoffe, dass Gießen keinen schlechten Eindruck machen wird. Dass sie mich und mein soziales Engagement seit Jahren kennt und ich viel für die Stadt getan habe. Jemand reicht mir einen Strauß mit roten Nelken und einer Karte. Danke, Christina. Später denke ich, es ist doch keine Hochzeit, ich kann doch hier nicht mit den Blumen stehen und gebe sie meiner Krankenschwester. Ich bedanke mich bei der OP für ihre Rede, wir umarmen uns. Diese beiden Bilder, das eine mit den Nelken und das andere mit der Umarmung der OB, waren am nächsten Morgen in den Gießener Zeitungen die Titelbilder. Und da wusste ich, die Presse hat mich zur Siegerin gekürt, auch wenn ich verurteilt war. Dann spricht Neidhardt Dahlen über Auschwitz. Obwohl ich weiß, was jetzt kommt, trifft es mich wie ein Hammerschlag. Ich kann die Tränen nicht zurückhalten. Viele weinen. Das ist der Holocaust, ja. Und der hat mit dem Thema Abtreibung nicht das Geringste zu tun. Nur die Klänge der Klarinette können die Situation jetzt retten. Ich kenne das von unzähligen Konzerten, die ich mit meinem Klarinettenfreund gemacht habe. Dass er hier spielt, hatte ich mir gewünscht. Ich wusste, es wird mir Kraft geben für den Gang ins Gericht. Das haben wir dann später auch bei fast allen Prozessen, wenn er konnte oder wir Zeit hatten, irgendwie vorher gespielt zusammen oder am Gericht. Ich gehe in den Saal. Mein Platz ist vorne. Hinten wäre mir lieber. Freundinnen sind da, Verwandte, KollegInnen. Alleine bin ich nicht, das tut mir gut. Draußen stehen noch alle, die nicht mehr reingekommen sind, obwohl sie dann schon einen größeren Raum genommen haben. Zu guter Letzt haben sie Karten vergeben. Die gesamte Presse ist da, die meisten kenne ich. Später werden sie aufstöhnen, wenn der Staatsanwalt nicht weiß, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Weil die Presse wusste es natürlich. Vom Prozess selbst weiß ich nicht mehr viel. Ich erinnere, dass niemand ein Brot dabei hatte und ich von allen Süßigkeiten bekam. Vom morgendlichen Laufen hatte ich Hunger. Manche Presseleute sind so höflich, mich nicht zu fotografieren, während ich esse. Monate später entdecke ich allerdings auch immer wieder das Bild, auf dem ich kauend neben Monika Frommel sitze. Frommel sagt, die Presse liebt es, wenn wir zwei uns gut verstehen. Sollen wir uns küssen, scherze ich. Jetzt war es allerdings so, dass sie in der Nacht vorher gesagt, also sie wollte, dass ich, also sie hatte so verschiedene Vorstellungen. Eine davon war, dass ich mich aus der Öffentlichkeitsarbeit zurückziehe. Und sie wollte mir verbieten, hinterher an die Presse zu gehen. Und überhaupt noch an die Presse zu gehen. Und sie hat gesagt, wenn ich das nicht mache, dann legt sie das Mandat wieder. Das hat sie mir an dem Abend vor dem Prozess so mitgeteilt. Und ich habe dann auch während des Prozesses, auch ich durfte auch während des Prozesses nicht reden, was mir schon schwerfällt, ich rede schon gerne. Und ich habe das natürlich gemacht, weil sonst wäre ich ja ohne Anwalt nachher zum Prozess gegangen. Und wir haben uns dann, also, und dann hat das natürlich noch eine besondere Bedeutung und sie hat den Kuss natürlich abgelehnt. Ja. Über den Inhalt des Prozesses kann ich nicht viel schreiben. Es war unsäglich. Nach einigen Minuten merke ich, dass ich verurteilt werde. Also zu dem Zeitpunkt hätte ich auch noch freigesprochen werden können und dann wäre das ein Präzedenzfall gewesen. Das hätte auch Geschichte geschrieben. Vielleicht nicht ganz so. Dann wäre der 219a nicht abgeschafft worden. Ist es so auch besser gelaufen. Die Stimmung der Richterin sagt es mir ganz deutlich. Je mehr die Anwältin doziert, je öfter sie die Richterin unhöflich, also sie war nicht nur zu mir unhöflich, sondern auch im Gericht, meine Anwältin, unhöflich unterbricht, desto klarer wird die Situation. Es geht nicht wirklich um Inhalte, darum, ob ich sachlich informiert habe, auch wenn hier in aller Öffentlichkeit Teile meiner Informationen zum Schwangerschaftsabbruch verlesen werden. Skurril ist das, wo doch alles geheim bleiben soll. Der Prozess ist eher ein Schlagabtausch. Ob der Staatsanwalt wirklich glaubt, was er da sagt, dass ich den Wettbewerbsvorteil in Gießen ausnutzen würde, da ich die Einzige bin, die Abbrüche durchführt? Kann man die Wahrheit so verdrehen? Wenn alle anderen Abbrüche machen würden, wäre doch das Problem gelöst. Dann könnten die Frauen überall hingehen, die Vermittlung der Adressen spielte gar keine Rolle mehr und ich müsste die ganzen Abbrüche nicht machen. Will er das nicht sehen?
In der Pause sage ich, Ohnsorgtheater, das kennen die jungen Leute auch nicht mehr, aber die Eltern kennen es noch, ist nichts dagegen. Das ist so eine Klamauk-Sendung aus Hamburg, glaube ich. Ich wünsche mir den Prozess unzensiert direkt ins nächste Kabarett. Dann kommt die Urteilsverkündung. Ich werde tatsächlich verurteilt. Zu 6.000 Euro Geldstrafe. Das Unglaubliche passiert. Irgendwie scheint die Tatsache nach draußen gedrungen zu sein, denn vom Vorplatz ertönt ein Pfeifkonzert und Geschrei. Ich empfinde die Situation als surreal. Während draußen die Leute, mehrheitlich Frauen, schreien, spricht drinnen die Richterin in ihrer Urteilsbegründung von hormonellen Störungen, unter denen Frauen während der Schwangerschaft leiden, weshalb sie vor sich selbst geschützt werden müssten. Ein altbekanntes, absurdes Abtreibungsgegner-Argument. Ich weiß nicht, ob ich heulen, lachen oder stolz sein soll. Meine Cousine, die Soziologin, unterzeichnet ihre persönlichen Aufzeichnungen mit den Worten, sie hat so ein bisschen Stichproben über den Prozess gemacht. Gewalt, die von weit her kommt und als unerledigte Vergangenheit weiterwirkt, obwohl sie häufig alle Spuren ihrer Herkunft zu verwischen trachtet. Tja, dieser Prozess ist Geschichte. Und die anderen waren dann schon auf einem völlig anderen Niveau, muss man sagen. Aber dieser Prozess war so. Dann war ich Anfang Dezember, haben wir ein Konzert in Berlin gemacht, später waren dann die Unterschriftenübergabe. Und als ich Anfang Dezember in Berlin zu dem Konzert war, ist dann Folgendes passiert. Nur als Beispiel. In der Nacht kam die erste rechtsradikale Mail. ünalkümültürk@gmail.com lautet die E-Mail-Adresse. Der Text lautet: Hoffentlich tritt dir bald mal jemand so lange in die widerliche Semitenhackfresse, bis sich dein Hirn auf dem Boden verteilt. Im ersten Moment bin ich mir sicher, sie ist falsch adressiert. Ich verstehe nicht, was da steht. Das Wort Semit habe ich noch nie gehört. Nur das Wort Antisemitismus. Ich lese nach bei Wikipedia. Es ist komplizierter, als ich dachte. Ein Haufen Völker sind anscheinend Semiten. Da gefällt mir der Duden besser. Semit ist Angehöriger einer sprachlich und anthropologisch verwandten Gruppe von Völkern in Vorderasien und Nordafrika. Bei Wikipedia steht noch, dass mit Semiten heute Israelis, Aramäer, Malteser und mehrere Sprachgruppen in Äthiopien, Eritrea gemeint seien. Das Wort wurde aber auch rassistisch benutzt, also dann als Bezeichnung für Juden. In alten Rassentheorien diente der Begriff dazu, die Unterlegenheit scheinbar wissenschaftlich zu belegen. So. Gemeint ist also, dass ich Jüdin sei und gedroht wird mit meiner Ermordung. So verstehe ich die Mail. Langsam realisiere ich, dass sie genau an mich adressiert ist. Endlich spricht es einer aus. Ohne Gott dazwischen zu schieben, wie es die Abtreibungsgegner in ihren Mails normalerweise tun. Die wollen mich teeren und federn oder verbrennen, aber sie behaupten dabei, sie täten es für Gott. In dem Fall hier bin ich also Jüdin und soll ermordet werden. Als wir in Gießen in der Synagoge, ich bin in der Klezmer-Gruppe, das ist so meine Musik, Klezmer gespielt haben, mochten sie uns nicht, weil wir keine Juden sind. Hier werde ich ausgegrenzt, weil ich Jüdin sei. Ja, was denn nun? Bin ich jetzt endlich kein realer Mensch mehr? Jetzt bin ich nur noch eine Attrappe. Ich schicke die Mail rund. Ich muss sie mitteilen. Kersten sagt, lösch es. Christian sagt, stell dir vor, du bist in der Psychiatrie und der ist nicht mehr als ein durchgeknallter Patient. Naja. Damals habe ich allerdings Training bekommen, wie ich mich körperlich wehren kann, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe. Die Patientin zur Ruhe bringen, ohne sie zu verletzen. Aber so einer könnte mir was tun. Das denke ich doch schon seit geraumer Zeit. So, und jetzt muss ich Christiane von Rauch namentlich erwähnen. Stehst du einmal auf?
Christiane von Rauch, ein von den ganz langen früheren Weggefährtinnen von Pro Familia. Sie war, als das mit dem Prozess losging, Anführerin der ärztlichen Unterstützungsgruppe und wir haben uns wieder getroffen nach ganz vielen Jahren und es war sofort wieder eine Freundschaft da. Und Christiane ist Vorsitzende von Pro-Choice Deutschland und ist bei Doctors for Choice und ist einfach ganz aktiv jetzt wieder in der Bewegung und ist einfach großartig. Und Christiane von Rauch sagte damals, und es war sehr kalt in Berlin und ich saß gerade im Bus, weil ich eine Verwandte besucht habe und war sehr einsam. Und deswegen war es so ganz besonders, was du damals gesagt hast, Christiane. Du schickst es mir eine Mail und sagtest, ich lege einen dicken Mantel schützend um dich. Das tat mir gut. So, jetzt muss ich mal ganz kurz. Ich hätte noch was zum Lesen. Noch eins? Eins, okay. Und das wäre dann das Letzte. Okay, passt doch. Genau. Das ist aus dem Ende des Buches. Das war kurz bevor dann der Landgerichtsberufungsprozess kam und das Buch dann auch erstmal zu Ende war, im Jahr 2018. Donnerstag, 6.9.18, der Glaube. In diesem heißen Sommer ohne Regen kann niemand mehr sagen, es gäbe keinen Klimawandel. Auch politisch fällt es schwer, keine Veränderung wahrzunehmen, sie nicht wahrhaben zu wollen. Es gibt immer wieder rechtsextreme Aufmärsche mit Gewaltausschreitungen. Verfassungsschutzpräsident Maaßen, war er damals noch, schützt die Rechten, die AfD. Er ist auf seinem Posten nicht mehr tragbar und war es wahrscheinlich nie. Die Lähmung innerhalb der Großen Koalition gipfelt in dem Vorschlag, ihn ins Innenministerium zu versetzen. Andrea Nahles von der SPD trägt das mit und büßt damit das letzte Vertrauen ein. Die Parallelen zum Umgang mit Demokratie und Grundgesetz in Bezug auf die Rechte der Frauen und Ärztinnen sind unübersehbar. Der Staat schützt nicht diejenigen, die bedroht sind, sondern die Angreifer. Das muss aufhören. Wir haben etwas zu verteidigen. Unsere Demokratie, unser Rechtssystem, Frieden und Freiheit. Zum Glück entsteht eine große Gegenbewegung. Die Menschen gehen gegen Rechtsextremismus, für das Grundgesetz, für Europa und für das Recht der Flüchtlinge auf Leben massenweise auf die Straße. Die Erinnerung an die Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren, die wieder aufgeflammte Abtreibungsdiskussion und die MeToo-Debatte zeigen, dass Gleichberechtigung mühsam errungen werden muss. In diesem Sommer wird auch über die Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland berichtet. Es hat eine Studie gegeben, deren Veröffentlichung zu heißen Diskussionen führte. Angesichts meiner Erfahrung mit dem Thema sexualisierte Gewalt, unter anderem im Kontext meiner Arbeit bei Wildwasser, einer Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch, und im Rahmen meiner 10-jährigen Tätigkeit als Lehrbeauftragte zur Thematik sexuelle Thematisierung im Kindesalter, wundere ich mich nicht darüber, dass es in der Institution Katholische Kirche gehäuft Missbrauchsfälle gab und gibt. Sexualisierte Gewalt hat immer mit Macht zu tun, mit Strukturen, die ein Aufdecken verhindern. Auch suchen Menschen, die zu sexuellen Übergriffen gegen Kinder neigen, verstärkt Arbeitsfelder, in denen sie unbeobachteten Zugriff haben. Es ist gut, dass die erschreckend vielen Fälle jetzt endlich öffentlich werden. Das Schlimmste für die Opfer ist eine Gesellschaft, die es nicht wahrhaben will. Die Archive wurden nur teilweise geöffnet. Es stellt sich heraus, dass per Verdacht nicht ermittelt wurde, sondern die Täter noch geschützt worden sind. Nach Professor Hans Keilson, den ich 1996 in Kassel bei seiner Franz-Rosenzweig-Gastprofessur kennenlernen durfte und der mit jüdischen Waisenkindern gearbeitet hat, die die Shoah überlebt haben, gibt es mehrere Formen der Traumatisierung. Die erste traumatische Erfahrung dieser Kinder war die direkte Gewalt, das Miterleben der Ermordung von Angehörigen. Die zweite, die Zeit im Versteck, die Flucht etc. Die dritte traumatische Sequenz war die Zeit danach in einer Gesellschaft, die sagte, es ist doch alles vorbei, es ist sehr sicher
und die die Realität des traumatischen Erlebens der Kinder damit ignorierte. Kaison stellte fest, dass die dritte traumatische Sequenz für das spätere Leben die wichtigste war. Deswegen ist es so entscheidend, dass die Taten ans Licht kommen, die Täter zur Rechenschaft gezogen und die Opfer rehabilitiert werden, nicht die Täter. Es ist auch wichtig für alle anderen, die in der katholischen Kirche arbeiten und jetzt unter Generalverdacht stehen, aber keine Täter sind. Auch sie müssen weiterarbeiten können. Auf einem Kongress von FIAPAC im französischen Nantes lerne ich die internationale Gruppe Catholics for Choice kennen. Ich bin müde nach 2 Tagen Kongress, aber Christiane von Rauch, Freundin und Kollegin aus der Solidaritätsgruppe, zerrt mich in einen weiteren Workshop. Es soll dort unter anderem um Moral und Ethik gehen. Ich kann das eigentlich nicht mehr hören. Aber dann wird der Workshop zu einem der wichtigsten Beiträge zu dem Thema für mich. Die Vortragenden sind ÄrztInnen aus den USA, Lateinamerika und Südafrika. Alle waren ursprünglich pro-life und berichten, aufgrund welcher Umstände sie ihre Haltung grundlegend geändert haben und sich jetzt für das Leben und die Gesundheit von Frauen einsetzen. Pro-life sei leicht zu denken, sagen sie. Man bekomme Beifall für diese Argumentation, bis einen die Realität trifft. Die Ärztin aus Lateinamerika wurde selbst ungewollt schwanger, während sie für die Schule ein Referat über Lebensschutz erarbeitete. Der Arzt aus den USA hörte Martin Luther King über den barmherzigen Samariter sprechen und wurde nachdenklich. Am nächsten Tag wurde Martin Luther King erschossen und der Kollege zum glühenden Verfechter des Rechts der Frauen auf einen sicheren Schwangerschaftsabbruch. Er konnte die Augen vor ihrem Leiden, ihrer Demütigung nicht mehr verschließen. Dann spricht Eddie Mlanga aus Südafrika. Er hatte als einer der ersten Schwarzen Medizin studiert und wurde zum Kopf der christlichen Studentenbewegung und selbstverständlicher Pro-Lifer. Das brachte ihm viel Anerkennung. Er war sehr stolz auf sich, bis er eines Tages als Gynäkologe in eine ländliche Gegend kam. Eine junge Kollegin sprach ihn an, ob er ihr helfen könne. Sie sei in Schwierigkeiten. Er beschreibt eine hübsche, große Frau. Man verabredete sich für nachts 2 Uhr im OP. Am Abend klingelte die Notfallsirene. Es ging um die Kollegin. Man fuhr sie mit einer beginnenden Sepsis, also Blutvergiftung, in den Behandlungsraum. Hilflos wurden erst die entzündete Gebärmutter, später noch weitere betroffene Organe des Bauchraums entfernt. Alle verfügbaren Medikamente wurden gegeben, ohne Erfolg. Jeden Abend nach der Arbeit ging er auf die Intensivstation und betete zu Gott, dass die Frau überleben möge. Am 10. Tag starb sie. Auf der Beerdigung sah er ihre Mutter mit dem kleinen Sohn der Verstorbenen an der Hand. Die eine hatte die Tochter verloren, der andere die Mutter. Das veränderte sein Leben. Seither setzte auch er sich bedingungslos für eine gute gesundheitliche Versorgung im Fall einer ungewollten Schwangerschaft ein. Er sagt: Es ist unsere Aufgabe, im Namen des Glaubens zu handeln, nicht im Namen der Kirche. Die kolumbianische Ärztin sagte am Ende der Veranstaltung, sie habe eines begriffen: Frauen, die abtreiben, handeln nicht aus Hass, so wie die Abtreibungsgegner. Sie handeln aus Liebe. Frau Hinnell, vielen Dank für diesen eindrucksvollen Einblick in Ihr Leben als Abtreibungsärztin. Und bevor wir jetzt gemeinsam ins Gespräch mit Frau Hänel kommen, muss ich einen kleinen Werbeblock einschieben. Die Taz ist ja eine Zeitung, die keine Paywall hat, sondern eine Paywahl. Das heißt, wir wollen unseren freien Journalismus auch allen frei zugänglich machen. Und das kostet. Denn wir, die wir jeden Tag hier arbeiten, auch die Kollegen, die da jetzt hinten sitzen und die Technik betreuen und die im Café, die ihnen das Wasser und den Wein serviert haben, die müssen alle bezahlt werden. Und wir haben eine wunderbare Seite, die heißt Taz zahl ich. Und wenn Sie mögen, dann können Sie da spenden. Sie können für jeden Artikel zahlen, Sie können einfach spenden. Sie können regelmäßig zahlen, Sie können auch unsere App abonnieren oder das
Blatt, vielleicht am Wochenende noch, weil Print in der Woche, frag dich. Das wollte ich kurz vorweg schicken, weil das für uns auch eine Existenzfrage ist. Ja, und jetzt wollen wir mit Frau Hennel ins Gespräch kommen. Es gibt die Möglichkeit, hier im Raum Fragen zu stellen. Frau Schreiber, die Sie vorhin schon gesehen haben, die geht mit dem Saalmikrofon rum und Sie da draußen an den Bildschirmen oder an den Handys. Sie können Ihre Fragen direkt an taz.de schicken. Es gibt eine E-Mail-Adresse. Und wenn Sie uns bei YouTube verfolgen, können Sie das in den Live-Chat schreiben. Die Fragen kommen hier bei mir auf dem Rechner an und da ist nämlich schon eine. Nightmare Reality fragt, wie kam es dazu, Frau Hennel, dass Sie beim Argument Verlag verlegt haben? Ach, ich glaube, jede Person, die ein Buch schreibt, denkt, die Welt will das unbedingt haben und fängt dann an, das an Verlage zu schicken und wundert sich dann, dass sie das nicht haben wollten. Das ging mir bei meinem ersten Buch auch schon so, dass es niemand haben wollte. Und dann habe ich es beim Ulrike Hämmer Verlag untergebracht, musste halt selber auch dazu finanzieren. Und hier war es eigentlich ähnlich, wollte irgendwie keiner haben. Und dann habe ich beim Argument Verlag, ich weiß aber nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin, wahrscheinlich habe ich im Internet nach Verlagen gesucht irgendwie und da angerufen, glaube ich. Ich habe angerufen und dann war eine Frau dran, die sagte, ja, sie machen sowas nicht, aber ich soll es mal schicken oder so. Und das war Else Laudan, glaube ich. Und irgendwie machten sie es dann doch. Ja. Ganz unproblematisch. Und es war großartig. Also das Lektorat war einfach also super. Ich meine, so viel Erfahrung habe ich jetzt nicht, aber es war mein zweites Buch. Und ich bin da einfach unheimlich gut betreut worden und bin auch dann, als mir dann auch so klar wurde, in was für einem Verlag ich dann am Ende da gelandet wurde. Und meine Cousine hat übrigens auch bei dem Verlag mal veröffentlicht, kam dann irgendwie raus. Ja. Also es war einfach super und ich bin sehr froh, dass ich beim Argument Verlag bin. Ich würde mal behaupten, dass Sie bei der Wahl des nächsten Verlages da offene Türen haben. Ich will gar nicht nochmal schreiben. Gehen wir mal davon aus, Frau Hennel, dass der Paragraph 219a morgen gekippt wird. Da gehen wir von dem mal aus. Was ändert sich denn dabei für Sie und anderen ÄrztInnen, die Abtreibungen vornehmen? Naja, ich würde dann meine Informationen wieder auf die Homepage stellen. Ich hatte die ja die ganzen Jahre drauf, aber als ich dann rechtskräftig verurteilt war, hatten mich ja bei der letzten Berufungsabwehr dann der Staatsanwalt und die Richterin dringend im Gericht gebeten, ich soll dann aber die Informationen mal runternehmen, weil sie würden mich immer wieder verurteilen müssen. Sie könnten nicht anders, das Gesetz war ja nun mal da und das wäre doch auch nachher finanziell ein großes Problem geworden und am Ende ist ja unser Strafrecht auch so aufgebaut, dass am Ende irgendwann, wenn jemand immer wieder dann verstößt, Gefängnis steht und die Entscheidung war dann schon so, dass ich nicht ins Gefängnis, also dass ich so weit nicht gehen wollte und auch dachte, so weit muss ich nicht gehen in Deutschland. In anderen Ländern gehen ja sind oder wenn wir an Else Kiene denken, die saß im Gefängnis, die hat ihr Buch im Gefängnis in Deutschland geschrieben damals, die Abtreibungsärztin. Gut, diese Entscheidung konnte ich dann eben treffen, dass ich so weit nicht gehe und habe die Information runtergenommen. Das bedeutet in der Praxis, dass die Frauen banale Sachen nicht wissen, dass sie dadurch, dass wir durch Corona eben auch zum Teil die Telefonberatung haben, die Broschüren nicht mehr in die Hand kriegen, was ja der gleiche Text ist, wie ich ihn auf meiner Homepage hatte. Und dann, ja gut, wenn sie jetzt keine Binde mit dabei haben oder kein Handtuch, wo sie dann eben nach dem Abbruch mal liegen können, das ist jetzt nicht so tragisch, wenn sie aber nicht wissen, weil es die Beratungsstelle nicht erklärt hat oder die Gynäkologin, wenn sie überhaupt einen Termin vorher noch bekommen hat bei ihrer Frauenärztin oder ihrem Frauenarzt, die vielleicht gegen Abtrüche eingestellt war oder es nicht so wusste, zum Beispiel eben nicht wusste, dass wir eben auch Schwangerschaftsabbrüche in örtlicher Betäubung machen und sie dann kommt und sagt, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich diese Methode gewählt. Wenn sie aber die Informationen vorher auf der Homepage gelesen hätte, hätte sie alles durchlesen können. Und wir sind im Moment wirklich täglich urlaubsreif,
weil wir so viel Informationen am Telefon leisten müssen in unserer Praxis, wo jetzt nicht nur Leute anrufen, die auch zu uns kommen, sondern von ganz Deutschland manchmal, weil sie nicht klarkommen mit irgendwas. Und wir Beratungsstellen in Clausthal, Zellerfeld raussuchen müssen oder sonst irgendwas, weil einfach die Informationen nicht da sind. Das ist eine Katastrophe. Ja. Und das ändert sich jetzt für Sie? Was ändert sich denn konkret auch für die Frauen? Für die wird es dann leichter? Also meine Hoffnung ist ja schon, dass dann die Ärztinnen und Ärzte langsam wieder anfangen, ihre Informationen auf die Webseiten zu stellen. Das werden die tun, so wie es ja auch früher war. Also es war ja, der 219a, den hat am Anfang ja niemand interessiert. Die Informationen waren auf den Webseiten und dann kamen eben die ersten Anzeigen von den Abtreibungsgegnern. Und dann, seitdem gibt es Tabula Rasa in Deutschland, was das Thema Schwangerschaftsabbruch auf ärztlichen Webseiten ist. Es gibt ja inzwischen zum Glück sehr, sehr viele Organisationen, die da reingesprungen sind und die die Informationen wirklich ins Netz gestellt haben. Auf jeder meiner Lesereise habe ich gesagt, Leute, alle hier im Saal, die keine Abbrüche machen, können Informationen ins Netz stellen. Bitte tut es. Und das haben auch ganz, ganz, ganz viele gemacht, sodass es ein bisschen besser geworden ist. Aber trotzdem wollen ja die Betroffenen möglichst schnell und möglichst zügig den Arzt, die Ärztin kennenlernen, der sie ihren Körper anvertrauen. Es ist doch normal. Und das sollte dann auch wieder möglich sein. Das erhoffe ich mir schon für die Frauen. Und dass damit dieses Übergewicht der Abtreibungsgegner, und die sind ja auf dem Vormarsch und die haben, es ist nicht nur diese Website Babychaos, sondern es gibt auch sehr viel geschickter formulierte Webseiten inzwischen, die Frauen in die Irre führen, wo Frauen zum Teil denken, sie kriegen eine Beratung und nachher kriegen sie die Bescheinigung nicht, verlieren aber Zeit. Und ich hoffe einfach, dass das Gleichgewicht sich ein bisschen wieder herstellt. Abtreibungsgegner ist ein gutes Stichwort, aber ich will erst mal hier in den Saal fragen, ob es Fragen gibt. Ich dachte, es gibt jetzt hier ganz viele Fragen und Sie wollen ganz wild mit Frau Hennel diskutieren. Davon bin ich ausgegangen. zwei. Das Mikrofon kommt. Ja, mein Name ist Margot Nitz-Rolofsen, ich komme vom Pro Familia Landesverband Nordrhein-Westfalen aus dem Vorstand. Grüße von Eva Waldschütz, die heute nicht kommen kann. Und ich war eigentlich zum Feiern heute eingeladen und ich bin traurig, dass es morgen ist, aber egal. Ich möchte nur sagen, wir dürfen nicht vergessen, wenn wir das tatsächlich morgen schaffen, dass unsere eigentliche Kraft ja dagegen geht, den 218 abzuschaffen. Das ist ja das Eigentliche, was uns stört. Ja. Trotzdem sind wir dankbar, dass der Kampf gegen den 219 geführt wurde, ohne Zweifel. Ja. Da hinten war noch eine Wortmeldung. Ja, hallo, ich bin Silke Stöckle, ich bin vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Erstmal auch danke, Christina, für die Rolle der Galionsfigur. Ohne dich wäre das tatsächlich nicht gelaufen mit den Kampagnen. Genau, und meine Frage geht in die genau gleiche Richtung. Vorhin hast du gesagt, du hörst nicht auf, bis es erledigt ist, hast aber nicht gesagt, was zu erledigen ist. Ich glaube auch, die Streichung von 218 ist auf jeden Fall noch auf dem Tableau. Ich verstehe alle, vor allem auch dich, wenn du jetzt mal ein kleines Päuschen einlegen möchtest. Ich denke, dennoch ist es für uns alle so, dass das eigentlich zu tun ist. Und das ist schon seit 150 Jahren zu tun und das wird einfach, da bleiben wir dran, bis es getan ist. Machst du mit? Ja. Ich glaube, ich sprach von dem Pferdemist, oder? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe auch einen Satz nicht ganz verstanden, aber ich werde das ja auf jeder Veranstaltung gefragt, schon die ganze Zeit. Ich habe tatsächlich vor 5 Jahren, als die Debatte losging und wir da so diese Vernetzung hatten, gesagt, okay, ich stehe gerne für euch in der ersten Reihe zum 219a, dafür bin ich angezeigt, für den 218. Hat mich schon immer eine Meinung zu gehabt, noch lange bevor die Pro Familia diesen Beschluss auch rausgegeben hat, aber ich werde nicht mehr als Galionsfigur, weil das auch mein, ja, gibt es verschiedene Gründe und ich halte es auch für politisch wichtig und da ist eine Bewegung jetzt da. Ja, am Anfang war die Bewegung nicht da und jetzt ist die da und diese Bewegung muss, also den 219a mussten wir Ärzte irgendwie durchkämpfen, ja, aber den 218 müssen die Frauen durchkämpfen. So, und klar bin ich dabei. Ja.
Lassen Sie mich da gleich anschließend fragen, obwohl ich eigentlich eine Frage zu den Abtreibungsgegnern stellen wollte, aber ich schiebe jetzt die 218-Frage vor. Sie sagten es schon, der Kampf gegen 218, der läuft ja auch. Da gibt es große Bündnisse, die sich da engagieren. Glauben Sie denn, dass der 218er irgendwann in naher Zukunft fällt und Sie werden es noch erleben? Also ich war da beim 219a auch nicht sicher, ob ich das noch erlebe. Und jetzt ist es dann doch plötzlich gekommen und dass der fällt, ist klar. Also dass der 218 fällt, denke ich, wenn wir keinen Faschismus kriegen, ist es klar. Ja. Okay, ich will Sie jetzt nicht auf eine Jahreszahl festnageln, ja. Das geht natürlich gar nicht. Da müsste ich aber ja wissen, wie lange ich noch lebe. Aber sagen wir mal so mittelfristig, sagen wir mal mittelfristig, ist schwierig. Das kann ich nicht, das kann ich nicht sagen. Also ich kann es einfach nicht sagen. Also morgen nicht, ne? Das kann ich sagen, aber... Nee, morgen wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, hier gibt es eine nächste Frage im Publikum. Keine Frage, aber ich habe mich gerade erschreckt, als Sie gesagt haben, wenn wir keinen Faschismus kriegen. Ich bin von den Omas gegen rechts und ich weiß von Gießen ich finde, wir alle gemeinsam müssen uns intensivst dafür einsetzen, dass wir dieses Weltbild bekommen, was wir leben wollen. Mhm. Ja? Pro-Choice von der Sexualität her, aber auch, dass wir das leben können und dürfen, unsere Kinder und Enkelkinder, was uns in 70 Jahren Frieden möglich ist. Und da ist 218 für mich ein zentraler Anker, wo ich mich von ganzem Herzen für einsetze, aber es ist in diesem AfD, No-AfD-Feld, wo ich mich mit stark mache und wo ich alle dazu einlade, aktivst mitzugestalten, bis hin nach USA und nach Polen. Ja, ich sage gerade ungefragt was dazu. Also wenn ich dann diese Sachen lese, die ich vor Jahren geschrieben, also ne, wo dann die Geschichte ja auch weitergegangen ist und ich dann denke, Gott, das hast du so geschrieben damals. Und dann lese ich das mit dem Schulte und denke an Afghanistan und denke an diese Länder, wo genau das alles passiert. Ja? Mir fiel dann noch die Musik ein, ja, dass auch die Musik den Leuten verboten wird, weil sie auch zur Individualität gehört. Ja? Und dann ist mir so auch nochmal heiß geworden, selber beim Lesen vorhin, ne? Wo ich so dachte, Mann, ne? Jetzt ist die Welt noch weiter gegangen. Und auch die Frauen aus der Ukraine zum Beispiel, die jetzt kommen, die verstehen ja überhaupt nicht, was hier in Deutschland mit dem Thema Abtreibung los ist. Die verstehen es einfach irgendwie nicht, ne? Wie umständlich und kompliziert das ist und weil sie es eben anders kennen. Ja, und natürlich geht in Europa klar die Tendenz zu einer Liberalisierung im Moment. Und außer Polen haben wir eigentlich nur Länder, die fortschrittlicher sind als Deutschland. Das ist einfach so. Man muss diese Einschränkungen machen, finde ich. Und wir müssen alle natürlich was für tun. Natürlich müssen wir was für tun, weil der Faschismus, wir müssen uns dagegen wehren. Dann würde ich mal wieder auf das Thema 218 zurückkommen und eine Frage einschieben zur Beratungspflicht oder zur Beratung an sich. Also Frauen, die unsicher sind, wie sie sich entscheiden sollen, nehmen, jetzt müssen sie es ja, und beraten sich aber auch vielleicht mit anderen Menschen. Was halten Sie denn von einer freiwilligen Beratung? Ja klar, also ich habe ja lange selber auch Beratungen gemacht und ich habe auch mal eine kleine Umfrage gemacht, damals bei Beraterinnen, und es war auch total interessant für einen Kongress, dass eigentlich alle sagen, sie sind gegen die Pflichtberatung, klar, also, ne, weil das ist nicht professionell, aber dennoch irgendwie so das Gefühl haben, ihre Beratung macht einen Sinn. Aber das finde ich natürlich auch klar, gerade als Pro-Familia-Berater kann man nicht sagen, ich mache doch nur Bullshit, ja, das geht irgendwie nicht. Und ich habe ja auch Beratung gemacht und natürlich war das auch gut, aber jeder Mensch weiß, der irgendwie professionelle Beratung macht oder irgendwie, ich bin ja auch viele Jahre Psychotherapie und verschiedene Sachen hinter mir, weiß man, dass das natürlich freiwillig sein muss, wenn es überhaupt irgendeinen Sinn machen soll. Ja. Ich kann ja niemand zwangsweise beraten und ist ja eigentlich auch absurd. Also eine freiwillige Beratung auf jeden Fall, aber mit dieser Ambivalenz,
hatte ich auch einen Fall natürlich fürs Verfassungsgericht vorbereitet oder im Rechtsausschuss habe ich es nicht mehr geschafft, da waren die 3 Minuten so schnell um den vorzutragen, ne, wo eine Frau bei der Ärztin war, bei Beratung war und dann kommt sie zu uns und wir fragen, sind Sie sicher zum Abbruch? Und ich sehe ihre Tränen und dann sage ich, Und dann wird über das Thema geredet und das passiert an dem Tag, wo sie alles hinter sich hat, die ganzen Hürden geschafft hat, ja, die ja enorm sind. Und dann sitzt sie bei mir und sie weiß, diese Ärztin, die war schon im Fernsehen wegen Abtreibung, die wird mir helfen, wenn ich es will. Und dann plötzlich kann sie zulassen, dass sie ambivalent ist, ja, und dann gibt es bei uns ein Prozedere, wie wir das dann regeln und dann geht sie nach Hause und dann sage ich natürlich schon immer, ja gut, und wenn sie sich für das Kind entscheiden, wollen wir aber ein Foto. Ne? Und dann kriegen wir halt das Foto dann 9 Monate später und dann erklärt sie das nochmal genau und bedankt sich bei mir, dass ich ihr quasi aber auch indem ich ihr die Freiheit überhaupt erst gegeben habe, ihr auch die Chance gegeben habe, ein Ja zum Kind zu finden. Und diese Ambivalenz ist eben manchmal erst in der Praxis, wo sie den Abbruch vor sich hat, möglich zu besprechen. Ganz oft in der Beratung, klar. Und manchmal muss man sie dann auch nochmal in die Beratung zurückschicken. Ja. Und manche brauchen 5 Anläufe, bis sie wissen, was sie wollen. Würden Sie empfehlen, okay, ich dachte, es klatscht jemand, würden Sie empfehlen, grundsätzlich also Frauen zu beraten, also nicht als Pflicht, sondern wenn Sie merken als Ärztin, okay, also irgendwas arbeitet da in einer Frau, die sitzt vor mir und ich merke es doch. Wie läuft das dann ab? Bieten Sie das an oder kommen Sie mit ihr ins Gespräch? Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, das ist immer in der Medizin so, wahrscheinlich auch bei den Gynäkologinnen, aber bei den Allgemeinärzten geht ja gar nicht anders. Also diese informed consent, also diese gemeinsame und informierte Entscheidungsfindung, die auf einer gleichberechtigten Ebene stattfindet, es ist ja bei jedem Medikament und bei allem so in der Medizin oder bei jedem Eingriff. Und das ist beim Schwangerschaftsabbruch, denke ich, auch nicht anders. Ja. Und klar ist es so, dass gerade wenn man zum Thema sexuelle Gewalt so viel gearbeitet hat wie ich oder auch Psychotherapie gemacht hat, dann denke ich schon, oder wir so lange schon in der Praxis zusammenarbeiten, dass auch so bei uns machen halt eben die Krankenschwestern und MFAs die Vorgespräche und dann wissen die immer schon, oder die wissen es am Telefon schon, ja, die wissen genau, wenn eine Frau ambivalent ist. Und dann landet es auch schon bei mir und dann gibt es immer die Möglichkeit, dass man ihr die Chance gibt. Ja, also, aber ich habe ja kein Recht, in jemanden einzudringen, der das nicht will. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber die Chance, in die Ambivalenz zu gehen, das gehört ja zum professionellen Handeln dazu. Ja. Ich frage noch mal hier in die Runde. Aber gleich 2 Fragen und da hinten auch noch eine. Erstmal hier. Ich bin Stefanie Schlitt vom Bundesvorstand von Pro Familia und ich habe eine Frage zur Ärzteschaft. Und zwar hat die International Planned Parenthood Federation jetzt ganz stark diesen Fokus eingenommen auf Ärztinnen und Ärzte als Menschenrechtsverteidigerinnen in Zusammenhängen, wo sie unter den Bedingungen von restriktiven Gesetzen ihren Berufsstand ausüben, Schwangerschaftsabbrüche anbieten, aber auch, wo sie sich für die Reform dieser Gesetze einsetzen. Und auf der anderen Seite haben wir die International Federation of Obstetrics and Gynecology, die jetzt sich sehr stark dafür einsetzen, dass Ärzte und Ärztinnen auch zu Sprecherinnen und Sprechern für Gesetzesreform, für die Entkriminalisierung werden. Und mich würde sehr interessieren, wie du das siehst in Deutschland, also die Rolle, die Stimme der Ärzteschaft. Wir haben Doctors for Choice hier und auch andere organisierte Ärzte und Ärztinnen, die sehr engagiert sind. Aber es gibt ja auch ein größeres Bild, was für die Zukunft auch wichtig sein wird, für das, was für uns vor uns steht in Bezug auf diesen Gesetzesreformprozess. Da wird es wichtig sein, wie die Stimme der organisierten Ärzte und Ärztinnenschaft wahrgenommen wird. Und dazu würde mich deine Meinung auch interessieren. Schwierige Frage, ganz schwierige Frage. Also mir fiel sofort Luc Jochemsen ein, die ja das Vorwort zu dem Buch geschrieben hat und sagte, ach vorhin, als ich das alles gelesen habe, habe ich gedacht, sie waren ja doch immer persona non grata. Und es war über Jahrzehnte meine Rolle und von daher ist diese ganze Situation jetzt, dass ich Heldin bin oder irgend sowas, schon auch so ein bisschen Rehabilitierung für meine Person auch. Dass ich tatsächlich auch Anerkennung mal kriege und nicht nur dieses, also der geben wir nicht die Hand, ja, was ich ja auch kenne.
Und aber sie hat das schon auf den Punkt gebracht, ne? Dass die Ärzteschaft am Erfurter Ärztetag, hat die in ihrem Vorwurf beschrieben, ne? Sagt, also das muss, Information muss verbessert werden, aber der 219a muss bestehen bleiben. Jetzt am Ärztetag haben sie das revidiert und haben gesagt, ne? Und ich dachte, oh, das Fähnchen geht. Entschuldigung, aber das musste ich so denken irgendwie. Ne? Aber dennoch, es gibt natürlich auch gerade mein Berufsverband, die DGAM, die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, hat auch bestimmte Werte, ja, die schon auch sehr fortschrittlich gehen und sehr auch in Richtung Patientinnenwohl. Und dann gibt es wieder andere Berufsverbände, wo es schwieriger ist. Und ich denke, die Gynäkologie ist auf dem Weg, aber sie ist gespalten. Und und deswegen denke ich, vielleicht war es auch kein Zufall, dass ich eben Allgemeinärztin bin und diesen ganzen Weg gegangen bin, weil ich aus diesen Strukturen auch einfach rausfalle. Und das kann ja nur besser werden. Also die Gynäkologie wird ja weiblicher und dann wird sie sich auch ein bisschen verändern. Und die muss sich auch verändern, dass eben die deutsche Gynäkologie sich so schwer tut, wirklich Frauen beizustehen. Ja. Das ist ein Drama, finde ich. Und dann denke ich an Willem Boissevin. Das war ein Lehrer aus Holland, wo ich war. Und zwar war das einer der ersten, die damals die Schwangerschaftsabbrüche mit der Absorg-Methode in Holland, illegal, aber die haben es gemacht, gemacht haben. Und der sagt, Christina, weißt du, die Gynäkologen, die wollen ja Kinder auf die Welt bringen. Aber wir Hausärzte, und die sehen das ja auch nicht. Wir Hausärzte, wir sehen doch, wenn die Frau gestorben ist, die Familie, die Kinder. Es ist doch unser Leiden und es ist unsere Aufgabe, den Frauen zu helfen. Und darum denke ich, ist es erstmal primär tatsächlich oft auch ein Problem der Primärversorgung, ja, dass eben die Hausärzte oft, wenn wir eine Krankschreibung brauchen, ja, dann sagen wir oft, gehen Sie doch zu Ihrer Hausärztin und denen, haben Sie mit der gesprochen? Ja, ja. Haben Sie mit dem Gynäkologen gesprochen? Nee, nee. Das ist leider irgendwie noch so. Ja. Und das ist schön, was du sagst mit den Menschenrechten und das ist toll. Ja. Aber es muss dann aber auch eine Ärzteschaft dahinter stehen, die das auch betreibt. Und mehr möchte ich darüber, glaube ich, öffentlich jetzt nicht sagen. Es reicht, dass ich bei den Leitlinien mitgearbeitet habe und ich finde es großartig, dass wir Leitlinien in Deutschland kriegen. Aber es war harte Arbeit, sage ich einfach mal, auch emotional. Jetzt war da hinten noch eine Frage. Ich muss nämlich ein wenig auf die Uhr schauen. Wir sind zeitlich ein wenig begrenzt, weil im Anschluss an diesen Taz-Talk der nächste Taz-Talk stattfindet. Feministisch queer im Exil, da geht es um belarussische Queer-AktivistInnen. Krass, ja. Ja, Sie sind herzlich eingeladen, hier zu bleiben, aber jetzt erstmal die Frage da hinten. Ja, guten Tag, mein Name ist Charlotte Barth und ich bin Medizinstudentin und ich möchte mich an diesem Abend nochmal an Sie wenden als Ärztin. Es wurde jetzt oft als, also der Begriff Galionsfigur für den Paragraphen genannt und ich möchte mich generell einfach nochmal bedanken für die Arbeit, die Sie tun, dass Sie eine Ärztin sind, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, weil das jede Ärztin oder jeder Arzt in Deutschland verdient auf jeden Fall Respekt in meinen Augen. Und ich habe Ihr erstes Buch gelesen und war total beeindruckt und sehe Sie auf jeden Fall als Inspiration für meine berufliche Zukunft. Und ich habe tatsächlich leider wenig bisher in meinem Studium solche Inspirationsfiguren für mich gefunden. Und viele Kommilitonen und Kommilitoninnen von mir sprühen vor Idealismus und möchten dieses System verändern und ich finde es einfach super beeindruckend zu sehen, mit welcher Sensibilität und Nähe sie noch mit PatientInnen umgehen und wie sie das auch in ihren Büchern beschreiben. Und deswegen an dieser Stelle vielleicht die Frage, wie schaffen Sie es, diesen Idealismus und diese Nähe zu behalten, auch nach all diesen Jahren im System? Also ich habe ja auch in Kliniken gearbeitet und in anderen Zusammenhängen und meine Praxis war immer meine Insel. Und in meinem ersten Buch habe ich geschrieben, wurde ich ja im Bundestag auch mit zitiert, da steht irgendwo, ich finde es schön, Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Das darf man ja nicht laut sagen in Deutschland. Dennoch ist diese Arbeit an sich auch befriedigend. Ich habe auch im Rettungsdienst gearbeitet, habe unheimlich gerne im Rettungsdienst gearbeitet und auch da, wenn ich jemanden wiederbelebe,
der nachher ohne Hirnschaden da rauskommt. Es ist unglaublich befriedigend. Ja, das heißt ja nicht, dass ich den Herz-Kreislauf-Stillstand bewerbe. Und diese Arbeit, die wir machen, auch wenn es eben im Moment auch wirklich anstrengend ist, weil es zu viel ist und weil wir noch so viel mehr Leuten eigentlich helfen müssen, was wir nicht schaffen. Wir haben gerade Wartezeiten von 2 Wochen in unserer Praxis. Es ist eine Katastrophe. Ja. Und das ist schwer auszuhalten. Aber diese einzelne Situation des Schwangerschafts und ich tatsächlich mal am liebsten Abbrüche in örtlicher Betäubung. Und das liegt daran, dass man sich dann so schön unterhalten kann. Da erzähle ich jetzt einfach zum Abschluss eine kurze Geschichte. Aber ich bedanke mich auch zurück, weil ich finde es großartig, dass so eine Bewegung entsteht. Und das ist quasi auch, glaube ich, die Antwort an Stefanie Schlitt. Diese Bewegung kommt, die kommt unter den Juristinnen. Ich habe immer wieder welche getroffen, die haben gesagt, und wegen dem 219a studiere ich jetzt Jura. Und es gibt so viele Studierende, die jetzt sagen, und ich bin bei den Medical Students for Joyce und ich werde später Abbrüche machen. Und wenn dann nur ein Bruchteil von nachher Abbrüche macht, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Und dann die Fachgesellschaften auch ein bisschen prägen, dann sind wir großartig aufgestellt. Die Geschichte, einfach nur mal ganz kurz, war, dass gestern sind wir schon gefahren, eine Frau kam, die war Strafverteidigerin und hatte einen Abbruch in örtlicher Betäubung und so, ja, manche sprechen es dann an und großartig und ich sage, ja, die Woche fahren wir nach Berlin, da wird der 219a abgeschafft und jetzt ging es um die Frage, was passiert mit dem Verfassungsgericht? Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt haben Sie eine Stunde Zeit, die hatte so ein Medikament zur Vorbereitung bekommen, eine Stunde später habe ich gesagt, gucken Sie mal nach und dann halten Sie mir gleich mal einen kleinen Vortrag. So, und dann haben wir den Abbruch gemacht und dann, warst du dabei, Annette, oder nicht? Ach, du warst gar nicht dabei. Ja, und dann hat sie mir mal ein bisschen erklärt, was sie über den 219a und gelesen hat und was sie meint, was ich mit dem Verfassungsgericht machen muss und so. Und das sind so Erlebnisse, das kann man ja jetzt, ich erzähle es jetzt mal einfach, aber eigentlich kann man es so niemand erzählen, ja. Und das ist eine unglaublich befriedigende Arbeit, ja. Dass jemand, die schon Kinder hat, ja, und eine ungewollte Schwangerschaft und eine medizinische Versorgung und das waren also ein Schwangerschaftsabbruch in der frühen Schwangerschaftswoche, egal ob ich ihn operativ oder medikamentös mache, ist, wenn er korrekt gemacht wird, ein kleiner Eingriff medizinisch gesehen. Ja? Und dann kann man sich, wenn die Frau nicht zu starke Schmerzen hat, auch dabei unterhalten. Und ich lerne so viel über Lebensgeschichten. Ein Kollege aus Holland sagte mal, Christina, wir brauchen doch kein Fernsehen. Ja, brauchen wir nicht. Ja. Und das ist diese Arbeit. Und ja, und dann habe ich noch verschiedene andere Dinge, die mein Leben reich machen. Das sind meine Enkel, das ist die Reittherapie. Ich arbeite mit Kindern, die gehandicapt sind, traumatisiert sind. Und denen gebe ich halt seit 20 Jahren. Das ist großartig, tiergestützte Therapie. Und Musik halt. Ich mache gern Musik, ja. Und ich mache noch so ein bisschen Sport, Triathlon. Ein bisschen Sport, Halbmarathon. Frau Hinnell, ich habe zum Abschluss noch eine letzte Frage und dann müssen wir leider schließen, weil es wie gesagt den nächsten Taz-Talk gibt, aber erstmal schon mal vielen Dank, dass Sie hier waren. Frau Hinnell, mit den AbtreibungsgegnerInnen hat es angefangen. Sie sind verklagt worden, verleumdet worden und so weiter und so fort. Jetzt wird der 219a gestrichen, gehen wir mal davon aus. Haben Sie jetzt Ruhe vor den Abtreibungsgegnern? Nö. Nee, so schnell sterben die ja nicht aus. Also und die werden weitermachen und ja, gehört halt auch zu meinem Leben. So, das aber, sagt sich so leicht. Ja, aber ich setze auch da, ist ja auch ein Punkt in der Ampelkoalition, ja, diese gegen die Gehsteigbelästigung und so. Und ich hoffe einfach, dass da was kommt. Ich habe 2 Prozesse jetzt gegen den anderen gewonnen. Ich habe gerade eine Unterlassungsklage gegen Profemina gewonnen, weil ich eben das erzählt habe im Fernsehen und die wollten mich auf Unterlassung verklagen. Habe ich auch gewonnen. Mussten die 7.000 Euro für zahlen. Und ja, das geht weiter und das schaffen wir. Und also die Erde dreht sich und das Leben geht voran. Das ist so. Wir haben ganz große Probleme, klar, aber jetzt an dieser Stelle müssen wir einfach sehen, wir gehen einen Schritt voran und es wird in Richtung Gleichberechtigung nicht zurückgehen.
Also halten wir fest, Frau Hähnel ist nicht nur Heldin und Galionsfigur, sie ist auch feste Optimistin. Ja. Frau Hähnel, haben Sie vielen, vielen Dank für den großartigen Abend, für die Lesung, für Ihre Antworten zu den vielen Fragen. Wir wünschen Ihnen viel Kraft und viel Erfolg und vor allen Dingen morgen dann wirklich eine Feierlaune. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie hier waren. Sie dürfen, wie gesagt, noch bleiben zum nächsten Taz-Talk, aber Sie dürfen draußen auch Wein trinken oder was auch immer, Aperol Spritz, keine Ahnung, was Sie mögen. Das Café, die Taz-Kantine ist noch geöffnet. Oder kommen Sie gut nach Hause. Schönen Abend.